Unfallstatistik seines Unternehmens ist makellos. Darauf ist Bernd Rufen stolz. Auch heute soll nichts passieren. So, ich glaube, wir können rüber. Keiner soll überfahren werden, keiner sich verbrennen. Im Ofen ist es über 1000 Grad heiß. Läuft alles? Ja, Moment, ja. Nee, wunderbar. Wir wollen ein paar Filmaufnahmen hier machen. Da müssen wir nur aufpassen, dass sie aus dem Wege bleiben. Ja. Der Vorstandschef ist Metallurge, hat die Kupferproduktion von der Pike auf gelernt. Rotes Gold, Aurubis, so nannten die Menschen im Mittelalter Kupfer. Und Aurubis, auf diesen Namen hat Rufen sein Unternehmen vor kurzem umgetauft. 143 Jahre lang hieß es Norddeutsche Affinerie. Aber Rufen baut einen Konzern auf, der die Grenzen Norddeutschlands längst hinter sich gelassen hat. Seine Mitarbeiter spüren das auch, weil sie saftige Prämien bekommen. Wo wir uns differenzieren, ist, dass wir eine Erfolgsbeteiligung haben, dass also Mitarbeiter an unserem Erfolg, wenn das Unternehmen gut wirtschaftet, gut Geld verdient, dass unsere Mitarbeiter daran partizipieren. Und ich glaube, die Erfolgsbeteiligung war doch in dem vergangenen Geschäftsjahr sehr schön. Also dieses Jahr können wir auch nicht meckern. Dieses Jahr ist noch für letztes Jahr, ja. Vor zwei Jahren, wir haben zwei sehr gute Jahre. Ja, 2007, 2008. Ja. 2009 könnte es weniger werden. Vor ein paar Wochen musste Rufen den ersten Quartalsverlust seit Jahren bekannt geben. Für den ehemaligen Finanzchef des Unternehmens kein Beinbruch. Die Nachfrage nach Kupfer, sagt er, zieht wieder an. Und Rufen will die Wirtschaftskrise zur weiteren Expansion nutzen. Viele kleinere Konkurrenten hätten jetzt Finanzprobleme. Deshalb laufe er auch keine Gefahr, sich mit den Zukäufen zu überheben. Ich glaube, wichtig ist, dass das Unternehmen sich richtig weiterentwickelt. Das ist für unsere Aktionäre wichtig. Es ist auch wichtig für unsere Mitarbeiter. Denn ein größeres Unternehmen, was flexibler weltweit aufgestellt ist, ist natürlich auch sehr viel besser in der Lage, wirtschaftliche Schwankungen abzufedern. Erst im vergangenen Jahr hat er den belgischen Konkurrenten Comerio übernommen. Das machte seinen Konzern zum größten Kupferproduzenten Europas. Der Hobbysegler genießt diesen Erfolg und reist jetzt viel um die Welt. Unter anderem nach Asien. Dort sieht er nach wie vor die größten Chancen. Vor allem in China, weil es ohne Kupferkabel keine Industrialisierung gibt. Ich glaube sogar, dass in dieser Krise der Kupferbedarf in China weiter wachsen wird. Und die chinesische Regierung macht sehr viel, um das sogenannte Hinterland zu entwickeln, zu industrialisieren. Das heißt, dafür brauchen sie Energieerzeugung, Energieübertragung, um dort Industrie anzusiedeln. Wann fahren Sie dann das nächste Mal nach China? Das ist jetzt noch nicht entschieden. Aber Sie planen da auf alle Fälle einen Zukauf? Das muss nicht in China sein, das kann auch in einer anderen Region in Asien sein. Wir führen immer wieder Gespräche, das kann man jetzt nicht so sagen. Sie wollen nicht damit heraus, oder? Natürlich nicht. Offenbar will er in diesem Jahr noch einen Schatz heben. Unternehmen, die gut zu Aurubis passen und jetzt günstig zu haben sind. Gut, wer in der Krise Geld hat. Aurubis, sagt Rufen zum Abschied, habe jedenfalls genug.